In einer schicken Hotelsuite in Paris wartet sie auf uns. Kylie. Kylie, hallo. Oh. Wollen wir uns setzen? Kylie Minogues Zeitplan ist aktuell sehr straff. Einen Tag vorher hatte sie hier in Paris einen TV-Auftritt. Heute heißt es Interview-Marathon mit mehreren europäischen Reportern, denn es gibt neue Musik. Lights, Camera, Action, that's it. Gestern hat die 56-Jährige ihr neues Album Tension 2 rausgebracht. 15 Minuten Interviewzeit wurde uns versprochen. Mit mir hat die Sängerin im vergangenen Jahr übrigens ein besonderes Erlebnis, das Kylie Minogue auch schon fast wieder vergessen hätte. Bis... Oh mein Gott! Die Sängerin feiert gerade die größten Erfolge ihrer Karriere. Wenn es allerdings nach großen europäischen Radiosendern ginge, wäre es nie so weit gekommen. Denn als Kylies Padam Padam rauskommt... wird der Song von ihnen nicht gespielt. Sie sei zu alt für Popmusik. Ein Vorwurf, den ihr Songwriter Pete Rycroft öffentlich macht. Mit 56 zu alt für coole Popmusik? Das sieht die jüngere Generation auf TikTok komplett anders. Sie feiern Kylie und ihren Song. Padam Padam wird ein weltweiter viraler Hit. Es ist echt unglaublich und cool, dass ich eine ganz neue Generation erreicht habe. Die Musikindustrie hat sich wirklich sehr verändert. Social Media hat jetzt einen ziemlich großen Einfluss darauf, welcher Song erfolgreich wird. Deine jüngeren Fans nennen dich, da muss ich echt schmunzeln, Mutter. Wie fühlt sich das an? Es ist toll. Und jetzt holen die Kids von heute gerade alle Hits von Mutter Kylie nach. Bei vielen davon waren sie noch nicht mal auf der Welt. Eigene Kinder hat die 56-Jährige nicht. Sie ist eine liebevolle Tante für ihre drei Neffen, sagt sie. Momentan ist sie Single und offen für alles, was das Leben ihr zu bieten hat. Ich frage mich, was werde ich als nächstes erleben? Wer wird meine nächste Liebe sein? Wofür werde ich als nächstes brennen? Ja, die Zukunft steht mir so weit offen. Kylie Minogue hat gelernt, dass das Leben voller Überraschungen ist, gute wie schlechte. 2005, mitten während ihrer Welttournee, wird bei der Sängerin Brustkrebs diagnostiziert. Ihre Rückkehr auf die Bühne zeigt sie ein Jahr später in ihrer Dokumentation White Diamond, völlig offen und ungeschönt. Ich denke, es war richtig, dass ich diesen Schritt ins Unbekannte gegangen bin und den Menschen meine Reise gezeigt habe. Ich dachte, was habe ich schon zu verlieren? Es zeigt Verletzlichkeit und im selben Moment auch Stärke. Und genau für diese Offenheit und Stärke bewundere ich Kylie als Fan schon seit Jahren und habe deshalb im vergangenen Jahr eine besondere Idee. Spätestens als Kylie meinen Arm sieht, kommen die Erinnerungen wieder hoch. Als sie in Düsseldorf auf der Prowein unserer Kollegin Frau Ludowig ihren Rosé vorstellt, ich bin auch dabei mit einer besonderen Frage im Gepäck. Ich hätte gern dein Autogramm auf dem Arm als Tattoo, würdest du? Oh mein Gott, Sekunde, eben locker machen. Die Tätowiererin mit zum Interview gebracht, lasse ich das Autogramm vor Ort verewigen. Oh mein Gott, das sieht toll aus. Das war echt Wahnsinn. Danke dir dafür. Ich danke dir. Und plötzlich passiert etwas während des Interviews, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Und zwar als Kylie ein Zeichen vom Management bekommt. Sie sagen, wir müssen uns etwas beeilen. Letzte Frage, okay. Ja, unsere 15 Minuten mit Kylie Minogue sind fast zu Ende. Aber die Sängerin scheint sich im Gespräch mit uns sehr wohl zu fühlen. Und ich bekomme völlig unerwartet einen Fanbonus. Also die letzte Frage. Oder ein paar mehr, was immer du brauchst, Süßer. Okay. Insgesamt 22 Minuten haben wir am Ende mit dem Superstar. Dann stoppen wir das Interview, schließlich wollen wir es nicht übertreiben. Kylie hat gleich noch weitere Termine. Zum Schluss erklärt uns die 56-Jährige aber noch, welche wichtige Botschaft hinter ihrem neuen Album Tension 2 steckt. Man soll sich für nichts entschuldigen. Ich möchte, dass Menschen, speziell Frauen, sich willkommen und gut genug fühlen. Auf meinem Album geht es um Befreiung und um, ich will nicht Kraft sagen, also dass man unbesiegbar ist, aber darum, dass man sich selbstbestimmt fühlt. Weil genau so fühle ich mich jetzt gerade in meinem Leben. Kylie Minogue ist ein Vorbild für Frauen, die egal in welchem Alter mutig sein wollen, nie aufhören an sich zu glauben und eben manchmal auch einfach nicht auf die Uhr gucken.